ihr Lieben, Hallöchen. Jawohl, wir kommen zum zweiten Teil meiner Prusho-Erklärung zumindest. Schaue ich mal, was ich mir hier für einen abstammel. Das hier ist die neue Technik, die habe ich im letzten Video angefangen, aber aufgrund dessen, weil meine Pinsel dreckig waren, habe ich eine Unterbrechung gemacht. Auf jeden Fall, ihr nehmt einen Stempel, ein Papier, macht das, lasst das Papier trocken, tut ein bisschen Farben eurer Wahl drauf pinseln, nehmt den Stempel, befeuchtet den Stempel, so dass überall Wasser ist. Das könnt ihr mit einem Tankpinsel hier machen. Das könnt ihr aber auch mit einem normalen Pinsel machen. Hauptsache ist, der Stempel ist nass. Jetzt auch nicht überwässert, aber er müsste schon überall ein bisschen Wasser haben, damit natürlich das Pulver jetzt gleich reagieren kann. Ob es jetzt auch mit so einem Stempel funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das zuvor nur mit einem detaillierten Stempel ausprobiert, mit weniger Freifläche quasi. Und da funktioniert das. So, der Stempel ist nass. Und jetzt nehmt ihr euren Acrylblock oder eure Stempelhilfe und drückt es auf eure Farbe. Und ihr seht, hier unten war jetzt entweder nicht genug Pulver oder nicht genug Wasser. So, wir lassen es noch kurz einziehen. Denn Aquarellpapier ist ja auch ein bisschen, zieht ja auch ein bisschen ein. Und zack, in einem Rutsch ziehen wir es ab. So, da haben wir unseren Hintergrund. Den könnt ihr jetzt auch Luft trocknen lassen oder mit dem Föhn erhitzen. Ich lege ihn mir zur Seite, weil ich lasse ihn einfach Luft trocknen, weil ich ihn jetzt nicht dringend brauche. Das hier ist jetzt quasi Second Generation. Dafür nehme ich jetzt mal ein normales Blatt Papier und drücke, das ist jetzt Druckerpapier 250er und drücke das mir noch drauf, damit ich die Farbe nicht verschwende. Und ihr seht, hier kommt schon das Wasser durch. Das heißt, 250er Papier ist zwar mit 250 stärker als 200er Aquarellpapier, aber Aquarellpapier hat eine ganz andere Beschaffenheit. Aquarellpapier ist Aquarellpapier, die Farben verlaufen viel besser und das Papier saugt sich nicht sofort voll. Deswegen ist Copic-Papier auch Copic-Papier. Und ja, und so sieht die Second Generation aus, also der zweite Abdruck quasi. Und der Stempel ist auch sofort wieder trocken, also tipptopp. Bisschen sauber machen. Ich bin jetzt so nicht der Fan von Stempeln sauber machen, aber ab und zu muss das natürlich sein. So, das war das da. So, diese Technik ist auch ganz easy und total genial. Ihr nehmt einfach irgendwas mit Struktur und bapscht es euch drauf. So eigentlich wie mit dem Stempel, nur mit Gegenständen. Und super geeignet dafür ist Wappelfolie, also hier Luftpolsterzeug, du großes Luftpolsterzeug. Dafür geeignet sind Schablonen. Zewa mit Muster geht auch super. Da muss man nur bedenken, Zewa zieht natürlich ein. Die Farben werden nicht kräftig, aber auch ein total toller Effekt. Ihr könnt dafür auch hier ganz normale Flaschen einfach hinstellen, dann habt ihr die Kreise. Und. Ich zeige es euch jetzt mit Bubblefolie und hier mit einem Deckel. Und zwar, ihr lasst das Papier trocken. Ihr nehmt euch wieder Farben nach Wahl. Diesmal nehme ich das dunkle Prussian Blue. Das ist echt dunkel. Aber dunkel heißt ja nicht automatisch hässlich. Dann nehmen wir das Sea Green. Das ist auch ein sehr dunkles Grün. Dann nehme ich, hier nehme ich jetzt alle Farben, hier achte ich jetzt nicht arg auf den Farbkreis, ein bisschen Gelb. Gelb ist immer was Feines. Scarlet Rot. Und zu guter Letzt hätte ich jetzt gerne die Farbe Crimson, aber die habe ich nicht, weil es eben ja ein Versehen war von dem Packer, der das Paket zusammengepackt hat, also von Werk aus.
Ich nehme ein Purple. Purple ist ein, ja, ungefähr lila. Wie ihr seht, kommt das ein bisschen schwerer aus der Tube wie andere. Das liegt halt daran, weil die Farben wirklich eine unterschiedliche Konsistenz haben. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. Mal die Düse ein bisschen frei pusten. Manchmal ist halt natürlich auch eine kleine Düse, ne? Das ist klar, dass sich da auch mal ruckzuck was festsetzt. So, und ich nehme noch ein bisschen mein geliebtes Leaf Green. Das ist ein wunderschönes Grün. Oder ist das gar nicht mein geliebtes Grün? Doch, das ist mein geliebtes Grün. Oh, das ist aber jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Da kann ich einfach ein bisschen Rot drauf machen. Komm hier, übertreiben wir es jetzt mal völlig. Eskalation. Bisschen Brillant Red. Oh, das ist auch wieder zu viel. Doch, das reicht aber jetzt. Obwohl, jetzt mache ich noch ein bisschen Türkis. Weil jetzt ist ein bisschen zu wenig Blau. So, ein bisschen Türkis. Hier mal an den Rändern. Gell. So. Ja, so bin ich manchmal. Okay, dann nehmt ihr euren Gegenstand und befeuchtet den auch wieder mit dem Stempel, befeuchtet den Gegenstand mit Wasser. Dam, 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 dam. Schön mit Wasser voll machen. So, und dann nehmt ihr euch das und klatscht es euch drauf. Am besten nicht allzu sehr rumwibbeln, sondern eher mit Druck arbeiten. Hätte auch noch ein bisschen mehr Wasser vertragen können. So, und dann einfach abziehen. Und dann habt ihr solch einen Tropfenhintergrund. Ja, das trockne ich mal gerade, beziehungsweise wir haben ja jetzt hier noch Farbe. Ordentlich Farbe drauf. Das sprühe ich mir ein. Sprühe ich mir ein. Ihr seht, da ist noch viel Farbe drauf. Und nehme mir ein Druckerpapierchen. Also für so Second Layer oder Second Print Dinger, also für Resteverwertung quasi, nehme ich gerne das Druckerpapier. So. Voilà. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und das hier einfach reinigen, damit man es noch mal für den nächsten Gebrauch auf Seite legen kann. So, ich trockne mir mal gerade das andere und dann kommt noch eine andere Technik. So, wie versprochen auch die Technik mit anderen Gegenständen. Und zwar nehmen wir uns wieder Farben und tun es uns auf die trockene Oberfläche. Ein bisschen Türkis, ein bisschen Gelb. Und ein bisschen Rot hätte ich diesmal gerne. Das ist Brilliant Red. Yay! So. Und wir nehmen uns natürlich wieder Wasser und einen Pinsel und machen hier so die Umrandung des Dings nass, oder bei so einem Ding kann man es auch hier so ins Wasser duppen und aufs Papier geben. Ins Wasser duppen, aufs Papier geben.
bisschen das Wasser abklopfen, sonst entstehen, wie ihr seht, so große Blätterdinger. Also allzu nass darf der Gegenstand nicht sein. Am besten ins Wasser ducken, ins Wasser tauchen und ein bisschen abklopfen. Könnt ihr jetzt auch noch so ein bisschen drehen. Auch hier könnt ihr noch mal nacharbeiten. Oder ihr könnt auch einfach nur so ein paar Tropfen verteilen. Und ihr könnt da ganz viele verschiedene andere Größen von Deckeln noch benutzen. Was hätte ich denn hier noch so rumfliegen? Ja, warum nicht einfach so ein Unterding von diesen? Das gibt natürlich einen ausgefüllten Splatter. Oder auch gar keinen. Doch, muss man ein bisschen drehen, damit die Farbe sich vermischen kann. So, was könnte man noch nehmen? Ich könnte jetzt auch einfach nur den Pinsel nehmen und könnte noch im Hintergrund hier so ein bisschen rumpanschen, weil das sind ja überall Kristalle, einfach so ein bisschen rummachen. Das wäre auch wieder eine Technik für sich. Einfach Kristalle auf ein Blatt Papier verteilen, mit dem Pinsel drüber gehen. Und was man noch machen könnte, das zeige ich euch jetzt auch anhand von diesem Beispiel. Ich trockne mal kurz meine Kreise ein bisschen grob ab. Weil mir die ein bisschen zu feucht sind. So, und was ihr noch machen könnt, hier ist noch relativ sauberes Wasser. Und dann nehmt ihr euch einfach eine Farbe und tut die ins Wasser geben. Und dann habt ihr eine flüssige Aquarellfarbe. Je mehr Pulver, desto kräftiger die Farbe. Ja, das waren jetzt quasi schon drei Techniken auf einmal. So, das kann man jetzt natürlich auch wieder mit dem Heißluftföhn trocknen oder einfach trocknen lassen. Ich lasse es jetzt einfach trocknen. Mir gefallen die Kleckse sehr gut. Auch wenn es jetzt ineinander verlaufen ist, aber das macht nichts. Dann nehme ich mir einfach ein Tuch und tue das Überschüssige aufsaugen. Und ja. So, und dann kommen wir zu noch einer Technik. Und zwar nehmt ihr euch wieder ein Blatt. Befestigt es wieder mal auf eurer Unterlage. Ich mache es diesmal nur oben und unten zwecks der Zeit. Dann nehmen wir uns eine Schablone, legen die drauf, nehmen etwas Pulver, geben es auf die Schablone . So, welche Farbe nehmen wir noch? Nehmen wir noch ein, ich weiß nicht. Rot und Blau reicht. So, und dann spritzen wir es einfach mit Wasser voll. So. Ganz wie es uns gefällt.
Jetzt kann man zum Beispiel auch wieder ein Blatt Papier nehmen. Dafür nehme ich diesmal auch ein Aquarellpapier und saug mir schon mal hier die Oberfläche auf. Und das ist ja quasi auch alles teure Farbe, die man jetzt nicht unbedingt abwischen muss. So, und dadurch haben wir einmal das Negativ. Ich trockne mir das mal kurz mit einem eingetrockneten Babytuch. Eingetrocknet deswegen, weil die wunderbar die Farbe aufsaugen, weil es Vlies ist. So. Wunderschön, wie ich finde. Und jetzt heben wir hier die Schablone ab und haben hier fast nur die, ja, fast nur, weil man sieht halt doch deutlich, dass es verlaufen ist aufgrund des Wassers, aber man hat dennoch einen wunderschönen Hintergrund. Und wenn man das immer mal wieder macht und vielleicht auch mit ganz, ganz wenig Pulver, dann sieht es auch besser aus. Jetzt kann man hier überschüssige Farbe auch wieder aufnehmen. Es liegt aber auch stark an der Schablone, welche Schablone ihr benutzt. Hier, die war jetzt halt ziemlich filigran. Wenn ihr eine große Schablone benutzt mit größerem Muster, dann ist das Ergebnis auch anders. So, was gibt's noch? Ja, was gibt's noch? Genau, was gibt's noch? Natürlich, das ist eins der wichtigsten und schönsten Dinge, fast vergessen. Und zwar habe ich euch ja gesagt, ihr könnt es mit Kleber mischen oder mit Gloss irgendwas oder mit Strukturpaste. Ich habe leider keine Strukturpaste, deswegen kann ich es euch mit Strukturpaste nicht zeigen. Aber ich kann es euch mit Kleber, mit Gloss. Und Gloss ist quasi wie Matt Medium Gel, also irgendein Gloss, Versiegelungszeug. Und ich kann es euch mit Acrylfarbe zeigen. Und dafür mache ich gerade mal meine Toffifee-Palette trocken und sauber. So, ich hätte natürlich auch eine andere Palette, aber das bietet sich halt an. Muss man wenigstens nicht wegwerfen. So. Als erstes nehmen wir einen durchsichtigen Kleber. Ihr könnt alles Kleber benutzen. Völlig egal, den billigen aus dem Action könnt ihr benutzen. Aber den billigen aus dem Action habe ich leider nicht in klar. Und dann gebt ihr euch ein bisschen Kleber einfach rein. Ach, der ist so zähflüssig und ich weiß nicht warum. Das ist ein Krampf. Wirklich, das ist nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Ich weiß auch nicht, warum der so ist. Der war von Anfang an war der schon so. Vielleicht, wenn ich die Düse ein bisschen größer schneide. Mal gucken, mal ein Stück Düse abgeschnitten. Na. Der ist generell so bäbelig. Ein Tacky Glue Clear Gel. All Purpose Adhesive Clear. Ich weiß nicht. Unique Gel Formula. Ja. Einzigartig ist das auf jeden Fall. Das ist nämlich. Oh, da kriegt man Krämpfe in die Hand, das zu drücken. Also da ist der klare Kleber. Den vermische ich jetzt auch sofort schon mal. Und zwar hat mir heute das Rot. Hat es mir das Rot angetan. Ich gebe Rot dabei und wie gesagt, je mehr Wasser, desto mehr Farbe. So, und jetzt mischen wir uns das. Geht übrigens auch mit Glossy Accents und dann habt ihr quasi selbstgemachte Nuvodrops. Yay! Es gibt aber auch billigeren Kleber, der so ist wie Glossy Accents. Das heißt, der dann diese Huppel ergibt. So, jetzt haben wir schönen, durchsichtig roten Kleber.
Natürlich zeige ich euch das, wie es auf dem Platt aussieht. Natürlich doof, ja, brauche auf einen Hieb so viel Kleber, aber es ist roter, durchsichtiger Kleber. So, daraus mache ich mir gleich auch noch ein paar Enamel Dots. Mal gucken, ob das so eine einzigartige Formula ist, dass das dazu dienen würde. So, ich lasse mir das Stäbchen mal da drin. Und jetzt nehmen wir vom Action den Clear Gloss. Und den tue ich mir auch mal ein bisschen rein. Der ist am Anfang weiß. Der härtet aber klar aus. Ihr kennt den. Da nehme ich jetzt mal gelb. Und wir rühren um. Wenn man jetzt orange nehmen würde oder wirklich ein braun, dann hätte man, es gibt ja von Tim Holz diesen ultra teuren, ultra teuer ist er jetzt nicht, aber doch, der Preis ist gehoben, diesen Vintage-Lack. Und ja, so hätte man sich jetzt einen eigenen Vintage-Lack gezaubert. Wie gesagt, der wird noch durchsichtiger, wenn er trocknet. Ja, so ist das. So, und dann zeige ich es euch auch noch mit Aquarellfarbe. Ich hole mir ein Stübelchen da raus. Brauche ja jetzt nicht allzu viel, es ist ja nur Demonstration und das ist wirklich Acrylfarbe, ganz normale Acrylfarbe, nur dass das ein riesen Gebinde ist. Und dann nehme ich mein geliebtes Leaf Green, geben wieder ein bisschen was dabei. Und das ist jetzt halt weiße Farbe, die auch deckend bleibt, das heißt die Farben werden eher pastellig. Aber auch je mehr Farbe ihr von den Brushes dabei gibt, desto intensiver wird. So. Und jetzt habt ihr eine wunderschöne grüne Paste. Hell Aquarellfarbe. Das hat jetzt noch leichte Weißschimmer und leichten Blauschimmer. Weiß deswegen, weil es nicht gut gemischt ist. Und leichten Gelbschimmer und leichten Blauschimmer, je nachdem, weil es halt Pigmente sind, weil ich es einfach auch wirklich nicht lang genug gemischt habe. Aber ihr seht, das hier ist Kleber, das war Gloss und das ist Acrylfarbe. Ja, und so einfach ist es. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Silbermetallicpulver, also Silberacrylfarbe, Silberpigment dabei gibt, habt ihr auch sogar metallische Farben. Einfach gigantisch, oder? Ja, ihr Lieben, jetzt fällt mir nichts mehr weiter dazu ein, was ich sonst noch dazu sagen könnte. Und deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ha! Nicht so voreilig. Und zwar habe ich euch doch auch noch gesagt, dass ich ebenfalls euch zeige, wie die Farben mit anderem Papier harmonieren. So, und das mache ich natürlich auch. Mit Aquarellfarbe habt ihr ja gesehen, wie es funktioniert. Es zerläuft sehr schön. Hier, das ist Druckerpapier, 250er Druckerpapier. 250er, damit es einfach ein bisschen besser mit dem Wasser ab kann. Ein bisschen Rot mache ich mir drauf. Und ein bisschen Lemon. Das reicht ja. Das dient jetzt nur dazu, um euch zu zeigen, wie es mit anderen Farben, mit anderen Papieren harmoniert. Habt ihr ja im Laufe des Videos teilweise schon an dem Druckerpapier gesehen, aber ich möchte es euch trotzdem nochmal zeigen. Ich spritze einmal von nahem und einmal von weitem. Es zerläuft nicht so, gerade die Sprenkel.
Es verläuft nicht wie Aquarellpapier, weil Aquarellpapier die Farbe kann fließen und hier zieht die Farbe mit Wasser sofort ein. Das war Druckerpapier. Wenn ich jetzt noch mehr drauf gebe, reagiert es jetzt auch nicht sonderlich, weil eben das Wasser schon im Papier eingezogen ist. Also es ist wirklich empfehlenswert, Aquarellpapier zu benutzen. Hier seht ihr, das reagiert nicht wirklich. Wenn ich es jetzt anspritze, reagiert es, aber auch nur für einen gewissen Zeitpunkt. Also Druckerpapier ist nicht empfehlenswert. Jetzt zeige ich es euch mit dem Glossy-Papier, Glossy-Fotopapier. Da ist jetzt schon ein Fleck drauf, der ist aber nicht relevant für das Video. Wir machen uns auch wieder ein bisschen Farbe drauf. Ein bisschen blau und ein bisschen rot habe ich mir so vorgestellt. So. Und ich spritze wieder von nahem. Und von weitem. Wenn jetzt das dumme Ding nicht leer wäre. Ach man. Ja, von nahem. Und von weitem. Die Farben verlaufen schön, bleiben auch auf dem Papier. Gibt einen ganz anderen Effekt als mit Aquarell, finde ich. Und ja, man kann jetzt hier noch ein bisschen selbst blättern. Aber wie man sieht, das Wasser, was auf der Oberfläche ist, ist nur noch Wasser. Diese Farbe hier, man sieht es vielleicht jetzt nicht richtig, aber diese Effekte hier, das ist schon eingezogen. Also wenn ich das jetzt wegwische, es ändert sich nicht wirklich was an der Farbe, weil die, da seht ihr, das ist jetzt nur noch pures Wasser, was auf der Oberfläche ist. Es ist nicht mehr wirklich Farbe. Da seht ihr, diese dunklen Flecke innerhalb der Farbe, die bleiben, weil es auch eben sofort einzieht, weil das ist Fotopapier, schnell trocknendes Papier, genau wie Druckerpapier. Es zieht halt sofort ein. Für manche Techniken echt super zu gebrauchen. Wer allerdings diesen Aquarell-Look möchte, ist das eher nicht zu gebrauchen. Und jetzt fällt mir auch noch eine Technik ein, die ich euch auch mal gerade zeigen möchte. So viel Zeit muss sein. Meine Matte ist eh dreckig. Und zwar wie mit den Distress Inks. Ihr nehmt euch Farbe, pulvert es auf eure Arbeitsfläche. Das zeige ich euch auch mit allen Farben. Blau und Grün, glaube ich, harmoniert jetzt nicht so sehr, so gut. Wir probieren es einfach mal aus. Das war jetzt ein bisschen zu viel Rot, aber das macht nichts. Dann bespritzen wir es uns. Ruhig mit ein bisschen mehr. Nehmen uns ein Blatt Papier, babschen es drauf. Ziehen es ab, wenn ich denn. Und dann haben wir hier so einen ganz leichten Hintergrund. Das kann man auch nochmal wiederholen. Allerdings wird das dann nach einer Zeit auf jeden Fall braun, weil die Farben ja natürlich zusammenfließen. Und ja, Komplementärfarben, wie auch immer. Ja, und ihr seht schon, man kriegt die Oberfläche kaum sauber. Ich habe hier den All-Purpose Cleaner aus dem Action und ein Mikrofasertuch. Wenn das Mikrofasertuch sauber wäre, würde das funktionieren. Ja, ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich wollte euch nur noch mal schnell das mit dem anderen Papieren zeigen. Wir nehmen ein bisschen Rot. Ich lasse das auch mal gerade sofort offen. Und ein bisschen Gelb. Sprühen das wieder mit Wasser ein.
nämlich Druckerpapier. Und das zieht halt sofort ein. Das hinterlässt einen komplett anderen Effekt. Und dann mache ich hier sofort weiter, weil ich die gleichen Farben benutze, also Gelb und Rot. Ich will halt das Video zu Ende bringen, ohne dass es für euch zu nervig wird. So, und wir nehmen uns Glossy Papier, tunken es rein. Und Glossy ist so, so schön. Das ist so ein toller Effekt. Ach. Ich liebe es. Ich liebe es. Am Anfang dachte ich, weil ich habe es ja für meine Alkohol-Inks gekauft. Am Anfang dachte ich, boah, ich kann es nicht verwenden, aber es ist der absolute Hammer. Also, das ist Glossy. Das ist Aquarell. Und das ist Drucker. Also es sind komplett andere Ergebnisse. Und wenn man ja mal ehrlich ist, das Glossy ist am schönsten. So. Ja, meine lieben Leute, ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Roomtour wird sich noch ein paar Tage verzögern. Aber sie kommt. Und es kommt auch noch ein Massen-Resin-Video. Und ja, vielleicht habt ihr ja Bock zu schauen. Also bleibt auf meinem Kanal und ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Und bis bald. Tschüss.